Flirten mit Emojis, da kann man so einiges falsch machen. Aber welche dieser kleinen bunten Symbole nutzen Sie überhaupt? Wir haben mal in der Mannheimer Innenstadt nachgefragt. Den ganz gut, weil er ausstrahlt, dass man verliebt ist, flirtet, gut drauf ist, passt eigentlich immer. Einfach den Kuss-Smiley, weil der ist süß, charmant, man kann ihn überall benutzen. Das Herzchen natürlich. Weil er einfach am besten alles ausdrückt, er ist fröhlich, er zeigt das, worauf es abzielt. Ja, so ein Zwinker-Smiley, der bedeutet schon immer was Gutes eigentlich. Okay, und welche Smileys sind Ihrer Meinung nach ein absolutes No-Go beim Flirten? Gar keine Smileys sind No-Go. Das bedeutet, diejenige hat keine Emotionen und das ist immer schlecht. Den Teufel? Weil er böse aussieht, weil es ein Teufel ist. Ein trauriges. Das wäre natürlich schade, wenn man das bekommt. Eine Dating-App hat jetzt in einer Studie herausgefunden, welche Emojis gar nicht gehen. Und es gibt deutliche Unterschiede bei den Geschlechtern. Liebe Frauen, diese Emojis sollten Sie Ihrem Schatz nicht schicken. Das weinende Gesicht. Vielleicht nicht der optimale Smiley, um zu flirten. Den Verlobungsring. So, da sind wir schon einige Schritte zu weit vielleicht. Und auch dieser kleine braune Freund hier geht gar nicht. Nicht zum Flirten. Und jetzt, werte Männer, die Damen stehen absolut nicht auf diese Symbole. Die Aubergine zum Beispiel. Würden Sie die bekommen wollen? Nee. Warum nicht? Ja gut, wenn es Aubergine zum Essen gibt, dann vielleicht. Der Bizeps ist auch eher uncool. Das benutzen gern Leute, die im Fitnessstudio gehen, so auf Muskelprotz tun. Also, nee. Und die Faust steht laut Frauen für? Gewalt. Hätten wir das geklärt. Aber welche Emojis kommen denn bei beiden Geschlechtern immer gut an? Ganz einfach, alle Smileys mit einem Lächeln. Und unser Experte Dr. Ender Eisal erklärt uns auch, aus welchem Grund. Wenn uns ein Baby anlächelt, lächeln wir zurück. Automatisch. Und genauso ist es, wenn uns ein Emoji anlächelt. Wir reagieren darauf, wir können gar nicht anders. Und lächeln dann auch oder haben zumindest... fühlen wir ein bisschen ein positives Gefühl. Ein paar der kleinen bunten Symbole sind also auch wissenschaftlich belegt ein echter Flirtgarant.